zu der gleichen zu machen. Wie viele Punkte hast du jetzt noch? 57. 57? Wie viel hast du denn verloren? 16. Aber es geht ja vom Verlieren. Verlieren ist trotzdem Verlieren. Oh. Verlieren. Ich denke, das ist das letzte Spiel heute, was ich zeigen kann. Ich muss ja noch rausfinden, wo meine Mutter wohnt jetzt. Aber komm, wir haben ganz gut Spiele gewonnen auch, du. Oh. Warum streamt Justin gerade? Weil normal, dass er streamt. Findest du? Ja, ja. Ach, Top-Lane. Muss ich dich schon wieder alleine lassen. Zoraka? Meine Mutter umgezogen? Ja. Ja. Ich kann mir nicht merken, wie die Straße heißt. Geb ich zu! Aber ich weiß ungefähr, wie es da heißt. Das ist so das Problem, ich muss so rausfinden. Welche Haltestelle da heißt. Weißt du, was einfach wäre? Deine Mutter. Nein, nein, das wäre ja peinlich mal wieder. Ist nicht so, als hätte ich das nicht schon getan. Mehrmals. Oder muss so. Muss es irgendwo stehen haben. Google Maps hilft ja. Nein, wieso steht denn jetzt vor dieser Haltestelle auf Google Maps ein verdammter Bus? Yay. Musst annehmen. Ich hab angenommen. Wollte ich nur sagen. Wow, das gleiche Team schon wieder. Super. Jetzt weiß ich schon wieder bald. Wo ist diese verdammte Bus? Wo bin ich denn jetzt? Da. Ich brauch doch nur ungefähr eine, damit ich was jetzt. Na, dann gucken wir in die Straße halt. Also, keine gute Idee. Außerdem kann ich Erdogan aus seiner eigenen Sprache. Ich würde so einen Job als Satiriker in Betracht ziehen, aber ich würde mich da. Würde mich schon in der ersten Woche einbuchten lassen. Dafür kenne ich mich zu gut. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. So. Straße? Oder? Nee. Boah, wie witzig. Das ist die Straße und die Häuser sind noch gar nicht fertig gebaut. Auf. Nein! Lauf! Lauf! Ficken! Au. Oh. Haben sie Lucien Scheiße. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? You left the room. Er left the room? Because... Yes. Oh, nice! Mein LOL-Client ist gerade abgestürzt. Sieht man das im Stream? Stimmt, ne? Ja. Das also noch sind wir in der Champ Select. Ich meine, ich habe alles ausgepickt, aber... Also wir sind in der Champion Select? Ja. Gut, dann lasse ich das durchlaufen, sag mir Bescheid, wenn das Spiel lädt, dann logge ich mich ein. Ich hoffe, das funktioniert dann einfach. Ich auch. So. Da ist die Straße, wo ich... Ich weiß nicht, was ich auf der Toplane spielen soll. Kann ich dir da ja auch nicht verraten. Ich
Etwas, was du magst. Zum Beispiel. Scheiße, ich hab kein Graves. Fuck. Boah, krass, wenn ich um 16.02 Uhr los war, bin ich um 16.05 Uhr. Pünktlich, würde ich sagen. Meine Mutter hat mir ja auch nur so ein Zeitfenster genannt. Also von Gesundheit. Ein Hoch, vielen Dank auf Game Crashes. So sieht's aus. So, der Name ist jetzt rausgefunden. Jetzt kann ich auf euch mich wieder. Mir fallen da einige böse Witze ein. Ja, Sora, das kann ich aber auch nachvollziehen. Ich meine, ich finde. Ich möchte nicht, dass die Türkei in die EU kommt. Also nicht unter. Dafür müssten die sich einfach mal auch die Menschenrechte ehren. Und das tun die nicht in meiner. Vielen Dank. Meiner Ansicht nach. Und das. So politisch hier. Ja, wirklich. Und das ist auch etwas, was ich einfach eine Riesenfrechheit finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich, als Türke kann ich nur sagen, was? Bäume grün sind. Das wäre auf jeden Fall politisch korrekt, Tobi. Ja. Aber ich find's einfach ein Unding. Jeder Mensch, wir haben doch die Pressefreiheit, wir haben doch die Redefreiheit, wir haben doch diese Freiheit, unsere Meinung frei äußern zu dürfen. Und ja, wenn Mama hat da so ein Gedicht zitiert, das ziemlich eingreifend ist. Und das ist aber auch sein gutes Recht, das darf er auch machen. Und ich finde es einfach so ein Unding, dass selbst die Merkel sagt, ja kommt, hier, verfahrt gegen ihn. Wir sind jetzt in Loading Screen. Du kannst okay, jetzt super. Connecten. Dann schmeiße ich das Spiel einmal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Nicht bricht das Spiel ab, weil du gequittet bist. Ja. Wir sind in dem Thema Recht und Ordnung und erst recht Frauenrechte stark unterentwickelt. Ja. Ja, die Türkei definitiv, Pressefreiheit etc. Ja, und allein schon, dass er auch so Seiten wie Plattformen wie YouTube und sonst dergleichen einfach sperrt. Das ist. Es ist einfach so nicht mehr dieses Jahrhundert. Nein. Was ist? Warum? Caleb, Alter, ich habe keine Ahnung, wer bei mir auf der Top-Lane ist, ob Fizz oder Kale, aber ich glaube Kale. Ich habe immer das Glück gehabt, die richtigen Runen und alles noch ausgebildet zu haben. Ich habe das Gefühl, dass ich auch gleich reconnecten darf. Ehrlich? Ja, aber ich habe wieder diesen hässlichen Grafikbug, wo alles verschwommen ist. Boah. Ätzend. Ja. Das ist richtig hässlich. Oh, du spielst Nasus. Ah. Ja. Ich hab nicht gewusst, was ich anderes picken soll. Ja, mein Gott, vielleicht funktioniert's ja. Nicht. Nicht. Und solange wir einen Präsidenten wie Erdogan haben, wird sich das schnell nicht ändern. Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, Erdogan wird auch alles dafür tun, auf der Top-Lane zu bleiben, wollte ich jetzt sagen. Klar. Präsident zu bleiben. Und das ist einfach. Versprochen, hä? Aber weißt du, Azura, wenn du Präsident werden würdest, ne? Ich glaube, du würdest dich so in die Köpfe, in die Haare kriegen mit anderen Staatsoberhäuptern. Geht sogar. Oh, das war aber gut gemacht dann, ne? Was für ein Team wir haben, was für ein Team wir haben! Warum? Weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich anfange. Ich fange so an. So, gewinnen wir dieses Spiel jetzt noch? I hope. Und sind der Promo dementsprechend ein Stückchen näher? Mal wieder näher. Ja, ich war auch schon zweimal Promo 2 zu 1. Ja, du wurdest schon deranked, oder? Ja, und ich bin sofort wieder hochgekommen. Das finde ich unfair. Manchmal muss es einfacher laufen. Ich meine, die letzten Spiele, ich habe jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Spiele hintereinander jetzt gewonnen, auch einfach. Nur gerade das war das. Trotzdem 0 Punkte. Ja, weil ich brauchte die ganzen Wins jetzt, ich glaube, ich brauchte 4 oder 5 Wins jetzt, um eben
bis in die Promo zu kommen, die Promo zu gewinnen und jetzt mit dir noch die Spiele. Ja, ja, ja. Aber was denkst du, Asura als Präsident? Ich weiß es nicht. Was würdest du denn machen wollen? Willst du das wirklich wissen? Was wären deine Ambitionen und Ziele als Präsident? Ja, möchte ich gerne wissen. Ich glaube, ich würde ein Land des schwarzen Humors aufbauen, ja. Aber ob das jeder so gut finden würde, ich bezweifle das. Also kommunistisch, wo jeder gleich beschissen behandelt wird. Glückwunsch. Geh nach Russland. Ha! Ja, wenigstens haben wir auch noch einen Squishy Supporter. Verdammte Axt, ey. Mich als Präsident, nein. Ich will gar kein Präsident werden, also. Ich will nur Käse machen. Wir werden dann das Käseland. Die Schweiz gibt's aber schon. Ja, ja, wir verleiben uns die Schweiz dann ein noch. Aha, verleiben wegen Käse, Leib. Ja. Verstehst du? Haha. Ganz lustig. Fand er jetzt gut, ja? Lass uns eine Birdie-Siedlung auf einer Insel machen. Oh Gott. Wenn wir uns doch eh alle noch nach einer gewissen Zeit umbringen. Oh mein Gott, wieso konnte ich das nicht treffen jetzt? Alter. Feel my pain. Meine Top-Lane ist ein Wurf. Gegen wen spielst du auf der Top-Lane? Kayle. Oh. Mhm. Oh. Und das mit Nasus. Ah, geil. Schade. Ich glaube, ich würde mich für Wirtschaft, das allgemeine Wohl und für die Entwicklung von Medizin einsetzen, außerdem fürs Raushalten von Kriegen und versuchen, im Thema Forschung, sei es Forschung, Universum, Fortschritte zu machen. Wow! Oh, scheiße. Ich wollte nicht flashen, ich hätte gedacht, das geht auch noch so. Hm. Anscheinend nicht. Also war, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Und für die Gentechnik. Ich will einen Hund mit einem Hitlerkopf. Also, das Erste, das war wirklich echt schön. Und jetzt kommst du mit so einer Scheiße. Na, das wird ja ein gutes Spiel schon.
Wen haben wir im Jungle? Shyvana. Die wird wahrscheinlich eh der Warrior gehen. Ja. Sicherheit. Sie wäre ja dumm, wenn sie es nicht... Ist halt... Was, irgendwas musste ja... Ja, stimmt. Irgendwas musste wirklich noch kommen. Ich habe es auch echt nicht anders erwartet, gebe ich zu. Ich habe dich noch gefragt, ob du es wissen willst. Ja. Das ist ja recht. Telefon! Ja. So. Nein! Alter! Wieso muss ich auch jeden Scheiß angreifen in diesem Moment? Ah! Käse. Mit Sahne. Käse mit Sahne? Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, es ist nicht so schmack. Du bist mir einer, Asura. Oh, Jojo, immer noch da. Faulenzen schön oder ein Hamster mit Saddam Husseins Stimme? Was? Hölle, warum? Back off. Kann ich das auch? Nein, mit Morgana kann ich das nicht. Schade. Was kannst du mit Morgana nicht? Dieses Symbol machen. Das kann ich mit gar keinem Champ. Ehrlich nicht? Nö. Du bist auf Instagram unterwegs. Ja, ja. Die Instagram-Sucht, die übernimmt sofort, ne? Ich kann mir Schuhe kaufen. Du hast die Jojo-Magie. Weg von der Top-Lane. So schrecklich? Ja. Warum pickst du denn dann Top-Lane? Ja, was soll ich denn sonst picken? Kannst du nichts anderes? Support oder sonst was? Ich hab da keine Lust mehr drauf. Aber auf die Top schon, oder was? Ja. Jammer auch nicht. Top-Lane macht ja Spaß, aber nicht gegen eine Kay. Da musst du dann wohl leider durch. Also, dass da die Shyvana auf einmal drin war, das war nicht geplant. Aber ihr habt sie beide getötet und nur Bully ist gestorben, nee. Das ist gut.
Ja, gerade ein bisschen was gepostet und dann ein bisschen auf Tumblr. Jojo, Pausen für mich? Jojo-Pausen? Was sind denn Jojo-Pausen? Spielst du mit einem Jojo? Achso. Teleport. Das war close, ey. Die Shyvana hat noch nicht mal ihren Devourer. Also, so gebaut. Alter. Absolut, man sollte es so richtig schreiben. Upsilim. Jojo. Ach so. Wie witzig, Jojo-Pausen. Wie bizarr klingt das bitte? Wie viel Glück hatte Jenna eigentlich gerade? Wir haben sie fast getötet. Sie hat nur eine von der Pille Autotech oder nochmal ein Proc von meiner Pfütze gefehlt. Mein Top-Lantern. Oh! Krass, du beide aus hier. Ist dein Tower weg? Meiner? Ja. Ja. Oh, Teleport. Achtung, bis offline. Was gibt's nicht, ne? Bitte. Oh, kannst du nicht irgendwas? Alter, warum? Wie viel Glück muss man haben? Und was will jetzt der Wohlieb er? Ach, keine Ahnung. Entspann dich. Ja, entspann mich, wenn mein zweiter Top-Lantor auch schon weg ist. Nein, komm schon. Ja, wir kriegen das trotzdem hin. Lass dich nicht so runterziehen. Ich hab letztes der Barista gesagt, eine solle Jojo mit Y auf meinem Becher schreiben. Rauskam Jojo. Die solle Jojo, ach so. Wow. Das ist ein bisschen, das ist schon hart impressive. Wow. Ja, ich hab den Ward bekommen. Kell ist wieder so ein Freiheitsopfer, was die ganze Zeit jetzt pushen muss. Alter, anstatt sich einfach mal vor mich zu stellen, du blöde Kuh. Okay, ich weiß nicht wie, aber wir kriegen das Spiel noch hin. Ich
höre jetzt einfach mal auf, auch wenn ich es nicht glaube. Fein. Never mind. Egal, es bringt gar nichts, sich jetzt aufzuregen darüber. Ich find's nur eine Frechheit, dass ich nie Mitte spielen darf. Without mercy. Bei einer Freundin Katie haben die Katri geschrieben. Aber ganz ehrlich, stellt mal vor, ich würde da so arbeiten und müsste eure verdammten Namen draufschreiben. I'll have my revenge. Also mir wäre das wurscht. Wie ich denn schreiben will. Mir auch. Ganz ehrlich. Lucien hat keine Ulti mehr. Das Traurigste an der ganzen Geschichte ist, Sivir war gar nicht schlecht dabei. Sie hat einen richtig guten Farm im Verhältnis zu Lucien immer noch. Nur dadurch, dass wir den Fist die ganze Zeit da unten haben und er steht immer in 10-0 und Cassiopeia ist so useless in diesem Spiel. Das ist echt kacke, ey. Ich hätte einfach weggehen sollen. Dieser summt schon aus lauter Verzweiflung. Ja, sonst rege ich mich doch nur auf. Das bringt's ja nicht. Was machen die ganze Zeit? Gleich schon 16 Uhr, juhu. Oh, ich glaube, um 16.02 Uhr den Bus werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Oh. Doch, glaube ich schon. Richtig trauriges Spiel, so am Ende. Yep. Nee, Haltestelle ist nicht weit weg von mir, aber ich muss noch ein paar Sachen zusammenräumen. Kannst du mich nicht auch traden?
Oh! Okay, mach's. Okay. Also, das ist mal Tryhard ohne Ende. Ich meine, es sind Ranks, ne? Was erwartest du? Natürlich Tryhard die Menschen. Nur du solltest nicht so straight reingehen. Ich will nur zwei im Chat. Ja, ne, drei, wenn also noch tippen. Ah, das. Oh. Ja. Yep. Beste Cassiopeia. Ja. 95 Farben. Also, das. Das, was Cassiopeia da abgezogen hat, das war echt impressive. Level 4 mit Morgana. 11 Punkte wieder. 42. Ja, aber okay, komm. Hast ein bisschen mehr als vorher. War nicht gut, war nicht gut. Ups, entschuldigt. Leute! Ich muss jetzt leider, ups, sagen, dass ich gehen muss, weil, for reasons, dann kriege ich tatsächlich den Bus noch um 16.02 Uhr. Wir haben ein paar Spiele gewonnen. Wir haben ein paar Punkte gemacht. So. Immerhin, also wir sind auf jeden Fall mit Punkten rausgekommen aus der ganzen Geschichte. Vielen Dank, würde ich sagen, einfach fürs Zuschauen. Ich muss wirklich ganz dringend jetzt los, deswegen bin ich jetzt sofort weg. Guckt noch bei Justin nach und bis zum nächsten Mal. Tschüss!